Denken. Die entscheidenden Unterschiede zwischen Limit und No-Limit Hold Axon AGM. Es gibt viele Unterschiede zwischen No-Limit und Limit Hold Axon AGM. Viele Spieler haben Schwierigkeiten, weder das eine noch das andere Spiel gut zu beherrschen, da sie einige der Unterschiede und die strategischen Änderungen, die gemacht werden müssen, nicht verstehen. Erfahrene Spieler allerdings verstehen diese Unterschiede und wie die Strategien diesbezüglich geändert werden müssen. Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen den beiden Spielen beinhaltet die Kontrolle der Potgröße. Gute Limitspieler verstehen, dass es Zeiten gibt, in denen sie die Potgröße klein halten sollten, selbst wenn sie wahrscheinlich das beste Blatt haben. Sie gehen mit Unterschieden in Situationen, in denen sie mit Sicherheit in einem Limit Hold Axon AGM Spiel setzen oder erhöhen würden. Die Nachteile und Risiken, einen großen Pot zu erstellen, sind in einem Low-Limit Hold Axon AGM Spiel oft einfach zu groß. In Limit Hold Axon AGM wollen sie eine freie Karte um jeden Preis vermeiden, im No-Limit ist es wiederum ein akzeptables Risiko, eine freie Karte zu geben. Ein anderer, ähnlicher Bereich tritt beim River auf, wenn sie zu einer komplizierten Entscheidung gezwungen sind, ob sie nun eine Wette mit Wert setzen sollten oder nicht. In Limit Hold Axon AGM setzt der stärkste Spieler gnadenlos wertvolle Wetten und hat keine Angst davor, innere Wetten zu setzen, wenn er annimmt, dass die Wette eine positive Aussicht zeigt. Sogar die besten No-Limit-Spieler sind gezwungen, mehr Vorsicht beim River zu zeigen. Obwohl sie immer noch versuchen, den vollen Wert aus ihrem Blatt zu ziehen, müssen sie mit weitaus mehr Vorsicht umgehen, wenn ein Setzen sie in eine schwierige Position bringen kann. Der Ziel dieses Artikels ist es, zu helfen, diese Unterschiede darzustellen und Spielern, die beide Spiele spielen, helfen zu verstehen, wie die Strategie sich verlagert, wenn sich das Spiel verändert. Spieler, die bevorzugt das eine oder andere Spiel spielen und bemerken, dass sie sich beim Wechsel abmühen müssen, sollten diesen Artikel hilfreich finden. Vermeidung von Fehlern. Vieles, was in diesem Artikel behandelt wird, läuft darauf hinaus, No Limit auf eine Art zu spielen, die hilft, bedeutende Fehler zu vermeiden. Sie können einige dieser Konzepte nicht zu weit nehmen oder Sie werden anfangen, eine Menge Wert zu verlieren, aber es gibt Zeiten, in denen Sie ein Blatt auf eine Art spielen wollen, die hilft, die Möglichkeit, größere Fehler zu machen, auf ein Mindestmaß zu bringen, auch wenn das bedeutet, etwas vom sofortigen Gewinn einzubüßen. Gute Beispiele gibt es dafür, wenn Sie eine freie Karte vergeben, um ein Schieben erhöhen zu vermeiden, beim Turnschieben, um den Pot klein zu halten oder beim River hinterher schieben mit dem wahrscheinlich besten Blatt, um zu vermeiden, sich selbst in eine schwierige Position gespielt zu haben, wenn ein Spieler erhöht. Es ist wert, noch einmal zu wiederholen, dass dieses nicht zu weit genommen werden sollte. Diese Konzepte sind wichtig, sollten aber nicht in dem Maße angewendet werden, die ihr Spiel vorhersehbar und passiv gestalten. Freie Karten vergeben. Wenn Spieler mit dem Limit Hold Axon AGM Spiel beginnen, beinhaltet eine der ersten Lektionen es zu lernen, keine freie Karten zu vergeben, wenn sie das beste Blatt halten. Dieses ist ein solider Rat und keine freien Karten zu vergeben, hat den Zweck, ihre Hand gleichzeitig zu schützen und Nutzen herauszuziehen. Sie wollen aber gewöhnlich auch keine Freikarten im No-Limit Hold Axon AGM Spiel vergeben. Andererseits ist es im No-Limit Hold Axon AGM manchmal ein notwendiges Übel. Das Risiko zu setzen und die Setzrunde erneut zu eröffnen, kann manchmal zu groß sein und es wäre besser, einfach zu schieben und die bestmögliche Entscheidung am River zu treffen. In vielen der unten beschriebenen Konzepte wird eine freie Karte vergeben, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Die Potgröße kontrollieren. Wenn Sie Limit Hold Axon AGM spielen, ist es generell am besten zu setzen, wenn Sie der Meinung sind, das beste Blatt zu halten.
Es gibt Situationen, in denen andere Alternativen besser wären, aber in den allermeisten Fällen setzen sie einfach, wenn sie glauben, das beste Blatt zu besitzen, um Wert herausziehen zu können. Dieses ist eine nicht so eindeutige Entscheidung in No Limit Hold Axon GM. Oftmals ist es sinnvoller, hinterher zu schieben oder zu schieben und beim Turn mitzugehen, wenn sie ein einigermaßen wertvolles Blatt haben. Blätter, wie Top-Pair, Top-Kicker und Top-Pair mit gutem Kicker sind das A und O in Limit Hold Axon GM. Aus diesen Blättern ziehen die meisten Spieler ihren Profit und einen Schieben erhöhen oder beim River einer Erhöhung zu begegnen, sollte kein größeres Problem darstellen, wenn die Anzahl der Gegner, die setzen können, festgelegt ist und ein Setzen bei einer frühen Gemeinschaftskarte die Wettgröße bei einer späteren Gemeinschaftskarte nicht beeinflussen wird. Das trifft im No Limit nicht zu, wo ein Setzen bei einer frühen Gemeinschaftskarte es ermöglicht, bei einer späteren Gemeinschaftskarte viel mehr zu setzen. Stern. Im No-Limit-Format haben Top-Paar-Blätter noch Wert, aber nicht annähernd den insgesamt gleichen Betrag, als im Limit-Spiel. Diese Blätter sind dafür geschaffen, entweder einen kleinen Pot zu gewinnen oder einen großen Pot zu verlieren. Das heißt nicht, dass sie nicht wertvoll sind, es bedeutet nur, dass sie im Allgemeinen in einem großen Pot von geringem Wert sind. Versuchen Sie also, Situationen zu erschaffen, in denen Sie mit diesem Blatt um einen kleineren Pot spielen. Bei einem Paar mit einem guten Kicker ist es oft besser, hinterher zu schieben und beim Turn mitzugehen. Viele Spieler, die eine Vergangenheit mit Limit Hold Axon GM haben, setzen bei diesen Blättern regelmäßig und bringen sich selbst damit in schwierige Situationen. Setzen gibt ihren Gegnern nicht nur die Gelegenheit, ihr Blatt mit einer großen Erhöhung wegzupusten, sondern erstellen außerdem einen großen Pot, der Schwierigkeiten beim River hervorrufen kann. Blätter mit einem Paar in einem großen, aufgeblähten Pot sind außerordentlich schwierig beim River zu spielen und oftmals hilft ein präventives Cheaten, diese Situation zu vermeiden. Offensichtlich kann ein Spieler im No-Limit-Format jederzeit so viel setzen, wie er möchte, aber die meisten Wettbemessungen stehen in Beziehung des Pots. Darum wird ein Setzen in den früheren Runden das Setzen bei nachfolgenden Gemeinschaftskarten beeinflussen. Die Setzrunde wieder eröffnen. Die Setzrunde wieder zu eröffnen, ist im No-Limit-Spiel weitaus gefährlicher als im Limit-Spiel. Im Limit ist das schlimmste Ergebnis, mit dem Sie konfrontiert werden können, von einem Spieler eine erneute Erhöhung mit einem festgelegten und einfach mitzugehenden Betrag zu erhalten. Im No-Limit-Format die Setzrunde erneut zu eröffnen, kann katastrophale Folgen haben, da ein Spieler eine sehr große erneute Erhöhung spielen kann, die sie in eine sehr schwierige Lage bringen kann. Eines der grundlegendsten Beispiele dieses Konzepts stellt dar, wenn Sie ein Blatt wie Karo KD haben und mit einem Karo das Top-Paar flippen. Ihr einsamer Gegner schiebt und Sie setzen 1/2 des Pots und er geht mit. Beim Turn erscheint ein kleines Karo und gibt Ihnen ein Top-Paar mit einem zusätzlichen Flush drauf. Wenn Ihr Gegner schiebt, sollten Sie gewöhnlich gleich zurückschieben. Im Limit Hold Axon GM ist dieses eine einfache Wette, da Sie wahrscheinlich das beste Blatt haben und wenn Sie wirklich ein Schieben erhöhen erhalten, haben Sie viele Odds, auf die Sie zurückgreifen können. Im No Limit müssen Sie mit mehr Vorsicht umgehen, denn wenn Sie ein Schieben erhöhen erhalten, wird Ihr Gegner Sie zu einer harten Entscheidung zwingen und es kann passieren, dass Sie ein Blatt passen müssen, das eine hohe Gewinnchance hatte. Es gibt hierbei viele Ausnahmen.